Hallihallo, hier wieder euer Darsteffen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Und ja, wir flüchten erstmal eine Runde vor jeglichen Monstern und keine Ahnung was. Da auch noch ein Creeper, der hinter mir war. Die Folge geht schon mal sehr, sehr gut los. Na, der eine läuft doch hinterher. Ey! Nein! Kleiner Flachwichser. Alter, habt ihr das gesehen? Der hat es geschafft, mich zu töten. Die Mini-Zombies sind echt schlimm, weil. Aber nicht aufgepasst, bist du tot, weil. Die sind echt brutal. Die muss man sich echt in Acht nehmen. Die bringen einen dermaßen schnell oben, so schnell kannst du gar nicht A sagen. So schnell haben die sich umgebracht. Hängt alles in der Luft, auch nicht schlecht. Wow. Da muss ich auch mal ab. Au. Trifft mich doch. Aber der Mond geht da schon unter und es wird wieder Tag. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich bin gleich wieder sicher. Das Problem ist, ich habe zu wenig Brot mitgenommen zu fressen. Das wird nicht für die komplette Erkundungstour reichen. Alter. Da war ein Creepy. Ich hau ab. Tschüss. So. Tut mir leid, ich brauche dein Fressen. So, jetzt sind wir einfach wieder sicher und können ein bisschen erkunden hier. Es beruhigt sich wieder. Und Kompass habe ich auch. Also ich komme auf jeden Fall wieder nach Hause. Das ist die Hauptsache. Aber ich dachte, wir machen jetzt auch mal einfach so ein bisschen eine Erkundungstour nebenbei. Weil sonst wird es ja hier echt langweilig, wenn ich immer nur baue, baue, baue. Erkundungstouren gehören zu Minecraft genauso dazu. Daher machen wir das einfach mal. Platz habe ich auch noch. Wir gehen mal so ein bisschen entgegengesetzt meines Heimes, also so rum. Gut, da ist noch ein Schäfchen, das brauche ich jetzt auch gerade nicht, aber das Fleisch, was es hat, brauche ich. Ey, da hinten sind Tropenbäume. In die Richtung gehe ich. Das ist so mein Lieblingsbiom bei Minecraft. Das mag ich am meisten, das Tropenbiom. Da hinten scheint es. Nee, sind nur. Nee, ist nur Tann, okay. Ich dachte, es ist ein Tropenbiom, dabei sind es nur Tann. Da habe ich mich jetzt getäuscht. Schade. Wenn da jetzt ein Tropenbiom gewesen wäre, wäre richtig geil. Da hätte ich das irgendwie mit meinem Heim angebunden und hätte mich da auch noch einquartiert irgendwie. Keine Ahnung wie, aber ich hätte versucht, mich dann da einzuquartieren. So, und Thema der heutigen Folge. Das ist die erste Folge für Mai. Warte mal. 7. Mai. Die Folge für 7. Mai ist das. Also die erste im Mai. Entschuldigung. Ja. Im Mai haben wir ja so wieder ein paar Feiertage. Ich finde, dass ich so rüber schaue, ich habe hier einen Kalender liegen, also ausgedruckten, wo ich immer ankreuze, welche Tage ich schon hochgeladen habe, dass ich nicht durcheinander komme. Wow. Und ja. Dann warte noch mal. Muss selbst noch mal schauen. Seite, vierte. Ah, okay. Alles klar.
So, ja, was immer mal Thema. Jetzt bin ich wieder total abgekommen. Genau. Heute nehmen wir mal das Thema. Ja. Sieht das, das kommt davon, wenn man spontan aufnimmt und sich kein Thema aussucht, bevor. Kommt auch ein Siebling raus. Sieht schlecht aus. Kein Setzling kommt raus. So eine Sauerei. Gut, na gut, das hat dann zwar schon ja angefangen inzwischen. Oh, eine Schlucht! Das hat das dann zwar schon angefangen, aber ich nehme einfach mal wieder so ein bisschen Sport dran und zwar ich einfach mal so ein bisschen über die Formel 1. Und zwar, was haltet ihr von den neuen Autos, die sie ja haben? Findet ihr das eher nicht so schön, dass die jedes Jahr neue Autos haben, oder findet ihr das gut, dass sie jedes Jahr neues Auto haben, zumindest die Top-Mannschaften, Teams? Und ja, könnt ihr immer gerne mal eure Meinung sagen in den Kommentaren. Ihr könnt sie auch irgendwo anders schreiben. Ich werde natürlich auch noch paar Let's Play Umfragen und so machen, aber wir bleiben mal jetzt beim Thema Sport vom 1. Was haltet ihr denn noch so von der Formel 1? Weil ich muss ja sagen, ich bin so von der Formel 1 nicht mehr so wirklich überzeugt. Früher habe ich das immer sehr gerne geschaut, gerade so die Zeiten von Mika Häkkinen, Schumacher, David Coulthard, aber die Zeiten sind vorbei und jetzt sind immer nur dieselben vorne, Hamilton, Vettel und so weiter. Und daher mag ich Formel 1 eigentlich nicht mehr so wirklich. Ich schaue es auch schon gar nicht mehr an, wenn es kommt. Ich spiele zwar die Spiele davon, aber schauen tue ich es nicht mehr in TV. Weil das ist mir irgendwie die Lust und die Laune vergangen daran, weil es einfach nur langweilig geworden ist. Und es macht dann einfach keinen Spaß mehr, das anzuschauen. Und ja, daher habe ich mich so ein bisschen von der Formel 1 abgekapselt. Und ja. Also die Formel 1 Fans oder die sich damit auskennen oder auch es ab und an mal schauen, können mal ihre Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Formel 1 haltet aus der heutigen Zeit. Ob es euch genauso geht wie mir, dass es euch einfach nicht mehr gefällt, dass einfach nicht mehr dasselbe ist wie früher, oder findet ihr das gut so, wie es heute ist, die Formel 1 oder mit ihren hässlichen E-Motoren, wo man gar keinen richtig schönen Klang mehr von den Autos hat, dass sie sehr nach Elektro klingen. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr so schreiben werdet, weil ich denke mal, es ist ein interessantes Thema. Und ja, der nächsten Folge machen wir auch noch mal ein bisschen mit Sport weiter, aber dann nehmen wir ein anderes Thema. Da werde ich mal ein bisschen über Fußball quatschen, würde ich mal sagen. Wir machen so, machen einfach mal so eine Sportthemenwoche, würde ich sagen. Die Woche, wo ich aufnehme, also die Folge und die nächste Folge. Entschuldigung. Und ja. Bin einfach mal gespannt, was das so euer Feedback dazu ist, eure Kommentare, eure Meinung. Bildet eure Meinung. Eigentlich ist das schon gleich Werbung, ne? Bildet euch, bildet deine Meinung. Ihr kennt das sicherlich, den Anbieter für den Spruch, den ich hier nicht nennen werde, weil ich für die auf 100% keine Werbung machen werde, oder Schleichwerbung. Das können die sich gleich mal in den Arsch schieben. Die haben genug Geld. Daher. So. Aber ich sehe, die Folgenzeit geht auch schon langsam zu Ende.
Dann werde ich die Folge mal langsam beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das Thema war für euch auch okay. Soweit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft mit eurem Dar Steffen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Euer Dar Steffen sagt: Schau mit V, möge die Macht mit euch sein. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das möchtet. Also dann, bis zum nächsten Mal. So, selben Stelle, selben Welle. Euer Dar Steffen.